15 lesen wir, wie die Samariterin, die berühmte Geschichte von der Samariterin am Brunnen, wie die Frau zu Jesus sagt, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht dürstet und ich herkommen muss, um zu schöpfen. Es ist eine aufschlussreiche Geschichte und sie beschreibt eine Person, die in einem Suchtverhalten ist, gegen wieder neue Männer zu haben. Und wenn ich denke an meinen Beruf, so muss ich sagen, solche Verhalten sind mir eigentlich von vielen Seiten her bekannt. In vielen Arten von Phänomenen zeigt sich das. Und ich habe mit der Zeit gelernt, wie man das lesen muss. Nämlich gar nicht einfach nur, was ist jetzt gerade vordergründig vorhanden, sondern dass sie immer Menschen, die auf der Suche sind. Die suchen nach Leben. Wie dir sicher auch, habe ich schon ein paar Jesus-Filme gesehen. Meistens so einen guten Querschnitt. Jesus bei den Anständigen, Jesus bei den Unanständigen. Jesus bei den Finden, Jesus bei den Freunden. All das gehört dazu. Sicher auch ein Paradebeispiel von einem Gitzknepper und von einem geldsüchtigen Menschen, nämlich Jesus beim Zachäus. Nichts kann man so gut filmen wie das. Und trotzdem fehlt ein solcher Film Jesus, der seine Zeit verbringt, den rechten Teil von seiner Zeit, bei den Süchtigen. Er hat es nämlich zu dem Titel gebracht, der Freund der Zöllner und Sünder. Und dort sind sicher viele solche dabei gewesen. Jesus, ein Freund von Sünder und Zöllner, bedarf die Bedeutung von Jesus im Leben von einem Süchtigen nicht unterschätzen. Er ist zwar nicht der Pfarrer, der sagt, was gut ist und was schlecht. Er ist auch nicht der gütige Onkel, der so ein bisschen im Hintergrund steht und vielleicht noch ein bisschen hilft, überbrücken mit einem Hunderternötli. Er ist nicht ein Sozialarbeiter, der ein Programm hat. Er ist auch nicht ein Therapeut, der nachher mit Fachwissen dahinter geht. All das ist Jesus nicht, sondern er ist selber ein Teil von der Endstation. Er hat sich eins gemacht mit der Endstation. So ist es auch einer Konfirmandin vor mehr als 2 Jahrzehnten von mir gegangen. Sie hat nämlich an Ess- und Brechsucht gelitten. Es war eine richtige Sucht, die sie fast zur Auslöschung von ihrer Existenz geführt, die totale Kontrolle. Sie hat die Kontrolle selber erlebt im Elternhaus, hat sie dann an sich selber ausgeübt, aus der Not eine Tugend gemacht. So ist es gegangen, bis sie in der Klinik war, hat aber einen Traum gehabt, dass Gott komplett zu ihr gestanden ist, in ihrer riesigen Not. Es war dann, wie wenn ein Käfig aufging und ein Vogel rausfliegen könnte. Und so hat sie es nachher anschliessend auch erlebt, nach einem Befreiungsgebet. Wie ich gesagt habe, man darf die Präsenz von Jesus im Leben von einem so gebundenen, von einem süchtigen Menschen nicht unterschätzen. Mit was er immer gebunden ist, er ist an einem zweiten angebunden. Das ist Jesus auf der anderen Seite vom Kreuz. Der ist auch mitgefesselt. Er trägt das alles zusammen mit. Die verspielte Ewigkeit, die ich verpokert habe, vielleicht für ein Linsengericht, die hängt jetzt vis-à-vis und ist auch wieder bei mir. Und 2 Sachen kann ein Süchtiger aus dem heraus lernen. Erstens, ich habe es tatsächlich verspielt. Und zweitens, das Leben lässt sich trotzdem nicht abschütteln. Es ist immer noch hier bei mir, in allernächster Nähe. Wenn einem Menschen wie dieser Konfirmandin vor über 20 Jahren die Augen aufgehen, dann verliert die Sucht ihre bindende, ihre fesselnde Kraft. Man kann sich davon distanzieren, kann sich lösen. Man schaut zurück und sagt, was ich am komplett falschen Ort gesucht habe, habe ich gefunden, aber auch wieder an einem Ort, wo ich es nie hätte geglaubt.